sein Gesicht wiedererkannt hat. Der Typ mit dem Outfit, als würde er jede Sekunde ein Deutschrap-Album droppen, hat nämlich den Virus in die Drinks der Schüler gemischt. Karasuma wird dabei auch von dem Gift getroffen, aber seine Kicks sitzen natürlich immer noch. Doch danach müssen sie leider alleine weitermachen. Und übrigens, der Partner vom Conan-Gegner hat auch einen ausgewählten Gaumen. Er frisst nämlich nur Ramen mit Waffe. Der nächste Gegner ist zwar eine Nummer zu viel, aber Karma scheint ordentlich reinhauen zu wollen. Und wow, ich glaube Karma war eine Weile bei Whis oder so, denn sein Ausweichen ist etwas anders gut geworden. Aber natürlich ist auch sein Angriff ordentlich spicy. Nur das Ding ist, dass der Killer immer noch dreckig spielt. Das Ganze ist aber gar nicht so schlimm, denn Karma tut einfach das Gleiche. Unser Boy hat sich nämlich vor dem Giftangriff geschützt und danach selbst ausgeteilt. Der Killer wird also hier übermütig und Karma kann ihn deswegen ordentlich dribbeln. Auf dem nächsten Level müssen sie sich jedoch tarnen, weil natürlich eine Gruppe von Jungs im Club immer auffallen und Ärger machen wird.